Anfang bzw. Mitte der 90er Jahre war einer der Hochzeiten des Prügelspiel-Genres. Street Fighter war eines der ersten Größen und natürlich wollten auch andere Firmen etwas von dem Kuchen abhaben. Killer Instinct ist auch eine dieser populären Serien und diese fand auch den Weg auf den Game Boy. Geht das gut? Immerhin ist die Hardware nicht darauf ausgelegt. Was taugt Killer Instinct für den Game Boy heute noch? Das Spiel erschien 1995 bei uns und in den USA, wurde von Rare entwickelt und auch von Nintendo selbst veröffentlicht. Nach Japan schaffte es das Spiel leider nicht. Großes Vorbild war natürlich die Spielhallenversion. Diese wurde auch auf der Super Nintendo portiert. Der ursprüngliche Teil wurde aus Jugendschutzgründen indiziert. Dieses wurde jedoch im Juni 2016 aufgehoben. Besser spät als nie. Killer Instinct ist natürlich auch auf den Game Boy ein klassisches 1 gegen 1 Prügelspiel wie die Spielhallenversion. Natürlich mussten für den Handheld aber einige Anpassungen vorgenommen werden. Zuerst fällt natürlich auf, dass es hier nur 8 statt der 10 Kämpfer gibt. Die sind dafür aber jedoch bunt gemischt und so sollte für jeden Spielstil etwas vorhanden sein. So gibt es eher bulligere, langsamere Gegner, aber auch die schnellen und flinken, die dafür etwas weniger Schaden austeilen. Am Spielmodi wird hier das Übliche geboten. Es gibt einen Zweispieler-Modus per Linkkabel und auch einen Trainingsmodus, in dem ihr in Ruhe eure Kombos an einen Dummy üben könnt. Der eigentliche Kernmodus ist aber natürlich der Turniermodus. Hier wählt ihr euch einen der Kämpfer aus und kloppt euch der Reihe nach durch die anderen durch, bis ihr schließlich alle vermöbelt habt. Kommen wir aber zu dem Wichtigsten. Wie spielen sich die Kämpfe? Grundsätzlich gibt es keine klassischen Runden wie zum Beispiel in Street Fighter. Wenn euer Lebensbalken einmal leer ist, füllt dieser sich noch ein zweites Mal auf und so gibt es quasi zwei Runden, ohne wirklich Runden zu sein. Es gibt einen Knopf für einen Tritt und einen für einen Schlag. Kombiniert man diese mit dem Steuerkreuz, könnt ihr so einige Schlagvarianten aus den begrenzten Knöpfen des Gameboys herausholen. Aber natürlich gibt es für jeden guten Prügelspiel auch spezielle Combo-Attacken, für die ihr eine bestimmte Tastenkombination schnell eingeben müsst. Darüber hinaus haben es auch die Fatality-Moves und so weiter der Vorlage in das Spiel geschafft. Sehr schön, da dieses nicht gerade selbstverständlich ist. Allgemein spielen sich die Kämpfe angenehm flüssig und nicht so hakelig wie andere Genrevertreter auf dem Game Boy. Es macht durchaus Spaß, die eine oder andere Runde zu spielen. Die Grafik ist, naja, recht solide auf den Game Boy portiert worden. Natürlich sieht alles etwas krümelig aus, aber das lässt sich schließlich nicht verhindern. Jeder der Kämpfer hat seine eigene Arena und so ist durchaus etwas optische Abwechslung geboten. Auch beim Sound hat sich Rare viel Mühe gegeben und die originalen Musikstücke portiert. Hier gibt es nichts zu meckern. Was taugt Killer Instinct für den Game Boy also heute noch? Ich war am Anfang etwas skeptisch. Gute Prügelspiele haben es schwer auf dem System, da es einfach nicht für eine solche Art von Spielen ausgelegt wurde. Killer Instinct wurde jedoch durchaus solide portiert und ist mal einen Blick wert. Das war der Test zu Killer Instinct für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.